Mach's einfach. Was ist denn los? Ich bin am Start. Was hältst du davon mit der Scheiße? FMA ist eine rassistische Scheiße. Jo, was geht ab? Du bist am Start. So, wir gehen heute ein bisschen über Anime. Ich habe heute und morgen, Digga, wenn Anime-Uploads kommen, heißt also die Leute, ne, die Bock haben auf japanische, ich meine, chinesische Zeichentrickfilme, können natürlich, ne, einschalten. Aber das Video ist natürlich auch gut für Anfänger. Also habe ich auch einen Titel geschrieben. Das können auch Anfänger gucken. Und zwar wollen wir allgemein über Sport und danach natürlich über Sport-Anime, weißt du? Also Sport generell wichtig. Aber es gibt Leute von euch, die können nicht mal 5 Push-Ups machen. Ihr könnt nicht mal 5 Liegestütze machen. Weißt du, boah, viele von euch sind richtige Jokes, also richtige, weißt du, machen wir jetzt 5 Push-Ups. Ich hab dich gerade beleidigt, machen wir jetzt 5 Push-Ups, weißt du, oder 6. Mach auf Ehre 6. Ja, auf jeden Fall reden wir über Sport, und zwar, ihr wisst selber, ne, der Mensch muss sich betätigen, weißt du, körperliche Ertüchtigung ist wichtig, so, man muss fit sein, man muss in Form sein, weißt du. Wenn zum Beispiel irgendwelche Leute kommen und dich versuchen auszurauben, musst du sprinten können. Oder musst du, ne, wenn du keinen Sport kannst, die knocken können, weißt du, also, ne, Sport ganz wichtig, ne, dass ihr da wirklich auf euch achtet, dass ihr auf eure Gesundheit achtet, dass ihr regelmäßig auch wirklich das durchzieht. Viele von euch haben auch Angst, regelmäßig zu trainieren. Wir trainieren einmal in 3 Wochen. Bro, wie lange willst du noch in der kleinen Mann bleiben? Willst du nicht irgendwann groß werden? Trainier doch, weißt du? Sollte, kümmere dich doch darum, dass dein Körper, Bruder, gesund ist. Denn wenn dein Körper gesund ist, ist auch dein Geist gesund. Viele haben zum Beispiel Schwierigkeiten, weißt du? Vielleicht irgendwelche Erkrankungen, ne, in Bezug auf den Geist. Meistens ist man sehr unzufrieden. Und, ne, wenn du zum Beispiel eine starke Routine hast, wenn es um Training geht, wenn es um Sport geht, fühlt sich besser. Und wenn du dich besser fühlst, hast du eventuell auch, würde ich sagen, eine bessere Mentalität, weißt du, oder eine bessere Sicht auf die Welt. Also Sport heilt schon viele Dinge. Es sind natürlich auch viele Sportarten, ne, Fußball, Basketball, Baseball, Tennis, Ping-Pong. Ne, und dann kann man rübergehen zu den ganzen Kampfsportarten, Boxen, Muay Thai, Kickboxen, MMA, ETC, also etc. Also, ne, die Welt des Sportes ist groß. Und ich weiß, viele von euch haben auch verschiedene sportliche Interessen. Der eine ist mehr Fußballfan, der eine sagt mehr, der feiert Messi mehr, der andere sagt mehr, der feiert Ronaldo mehr. Ne? Der andere sagt, ah nein, ich finde aber LeBron krass, LeBron James krass. Der andere sagt, ja, ich finde aber den Baseballspieler krass, ich kenne nicht mal Namen von denen. Es gibt auch Eishockey. Das sind einige von euch Eishockey-Fans. Ne? Also Sport generell, ne, es hat eine sehr große Vielfalt. Ne? Und ich finde, Sport ist auch relevant, weil Sport auch Krieg darstellt, beziehungsweise Druck darstellt. Weißt du, es ist eine Miniaturversion von einem Kampf oder beziehungsweise von einem Krieg, weißt du? Weil, ne, du hast Mannschaften, ne, du hast eine Mannschaft und die andere Mannschaft und beide stehen unter Druck. Ne? Beide müssen performen, beide müssen handeln. Weißt du, wenn du nicht handelst, wird die andere Mannschaft 8 Tore schießen, 10 Tore schießen. Weißt du, du musst natürlich, ne, in dieser Kriegssituation, in Anführungszeichen, ne, und natürlich fördern wir keinen Krieg, Krieg ist nicht gut, aber ich meine, auf Anlehnung, ne, auf Druck, quasi, dass der Mensch unter Druck höhere Leistungen bringen kann. Auf jeden Fall, die Mannschaft, ne, steht unter Druck, ne, und müssen natürlich performen, weißt du, und die Leute müssen sich natürlich auch auf die Spiele und so weiter vorbereiten. Deswegen ist Sport auch sehr schön, weil Sport auch das Leben sehr gut darstellt und beziehungsweise Kriegssituation gut darstellt, weil du musst unter Druck leisten, weißt du. Und das Leben generell ist ein Wettkampf. Das Leben generell ist ein Wettkampf. Ich sag immer, wie es selber, ne? Ein darwinistischer Todeskampf. Und das musst du einfach schaffen, weißt du. Und unter Druck und unter, sag ich mal, schwierigen Umständen werden Diamanten, sag ich mal, gemacht. So, und, ne? Und dementsprechend hast du auch so viele großartige Athleten. Aber wenn wir das jetzt, ne, mein Talk über Sport verbinden mit Anime, kommen natürlich viele Namen hoch. Ne? Auch für die Anfänger interessant, die mit Anime starten wollen. Viele von euch mögen Fußball. Wenn ihr Fußball mögt, ihr könnt euch den Anime Aoashi angucken. Der lief letztens. Ein realistischer Anime, weißt du. Da geht es wirklich sehr gut darum, ne, Fußball darzustellen. Es ist nicht dieses Übertriebene. Auf diese übertriebenen Fußballsachen gehen wir auch noch gleich ein. Aoashi, sehr interessant. Ne? Also natürlich, ne, das Bild habe ich jetzt hier eingefügt und, ne, also Aoashi, sehr cooler Anime. Wenn wir rübergehen in Richtung Basketball, ich, viele von euch mögen Basketball, viele von euch sind NBA-Fans. Ne? Reine Kuroko. Reine Kuroko, reine Kuroko. Kuroko, ein sehr guter Anime.
Der geht auch Richtung, ne, dieses übertriebene Richtung, ne, ein bisschen so Spezialattacken und so weiter. Aber das ist noch in einem guten Rahmen. Hat auch coole Charaktere. Ne. Vor allem ne, der Protagonist Kuroko ist nice und sein Kollege Tiger Kagami. Sehr cool. Also, wenn ihr euch mal solche Anime-Szenen anschauen wollt, sehr nice. Also, Kuroko no Basket, sehr guter Anime auf jeden Fall, wenn es um Basketball geht. Unterschätzt ist Volleyball zum Beispiel. Bei Volleyball gibt es Haikyuu. Weißt du, du kannst Haikyuu gucken. Weißt du, natürlich, man denkt so, Volleyball ist nichts. Volleyball ist nur so eine so Sparsportart. Aber Haikyuu ist auch selber auch extrem gut. Also, trau dich rein. Der ist natürlich erstens abschreckend. Du denkst dir so, hä, so wie? Hä, wie Volleyball? So, hä, so, weißt du? Aber trau dich rein, guck die ersten paar Folgen. Und vielleicht fängst du an, es zu mögen, weißt du? Du siehst viele fleißige Charaktere, die an sich arbeiten. Und das ist das Schöne an Sportanime. Du kannst sehr gut mitverfolgen, wie die Charaktere wachsen, weißt du? Und das motiviert dich selber auch zu wachsen. Das motiviert dich selber auch, ne, nach vorne zu gehen, durchzuziehen. Also Haikyuu auch einen coolen Charakter, also cool, allgemein coole Charaktere. Ne, wie zum Beispiel der Hauptcharakter Hinata Shoujo. Ne, sein Partner Kageyama ist nice. Es gibt noch später, kommen noch andere Charaktere, die cool sind. Mein Lieblingscharakter zum Beispiel ist Uchiwaka. Der Typ ist quasi so... Weißt du, der Typ ist so ein lebender, I don't know, Panzer, weißt du? Der Typ ist ein Panzer als Volleyballspieler, sehr krass. Und, ne, Anime hat natürlich auch so Sportarten, die man jetzt nicht so immer auf dem Radar hat. Zum Beispiel Sumo. Es gibt einen Anime, der heißt Hinomaru Sumo, extrem gut. Wenn du also noch, du weißt ja, was Sumo ist, weißt du, so die dicken Leute, die sich rumschubsen. Wenn du das noch nie geschaut hast und wenn du mal lernen willst, sag ich schon, was da abgeht. Guck den Anime Hinomaru Sumo an. Sehr, sehr cool. Auch sehr intensiv, weißt du? Die gehen rein, Bruder. Die schlagen sich Knockout die ganze Zeit. Schieben sich aus dem Ring und so. Extrem cool, sehr underrated. Natürlich gibt es auch Sportarten, die auch komplett in Vergessenheit geraten. Wie zum Beispiel Fahrradfahren, Bicycling. Und das ist natürlich eine Sache, ich weiß, viele denken sich, was für Fahrradfahren. So, hä? Aber vertraut, guck den Anime Yowamushi. Ne, Yowamushi, sehr cool. Sehr, sehr cool. Weißt du, ich muss die neue Season auch noch schauen. Kam nicht dazu. Ich denke, während des Trainings werde ich das mal irgendwann aktuell bingen. Da geht es auch wirklich schnell darum, wie Leute, ne, mit dem Fahrrad die Welt erobern wollen, weißt du? Deswegen rein in Yowamushi so. Ist sehr interessant. Ne? Schau dir auf jeden Fall ein paar Szenen an oder ein paar Clips an auf YouTube. Sehr cool. Die Openings und Endings, also die Musik, die da vorkommt, auch sehr hype. Also, ne, sehr motivierend. Kann ich auf jeden Fall dazu bringen, rauszugehen, Fahrrad zu fahren. Sehr unterschätzt. Und natürlich gibt es, ne, Baseball. Es gibt natürlich Baseball-Anime, gibt es natürlich auch. So, ne? Sachen wie Major oder Diamond Ace, habe ich gehört, sollen auch gut sein. Aber der beste Baseball-Anime ist One Out. Der beste ist One Out, okay? Weil One Out, musst du dir vorstellen, der Hauptcharakter, beim Training raucht der, beim Training schiebt der Faxen. Der Trainer fragt den Hauptcharakter, was die jetzt machen. Die spielen Baseball in so komischen Arenen, weißt du, die sind so alle manipuliert und so. Und das ist so alles so ein psychologischer Kampf. Der Hauptcharakter ist so jemand, der eigentlich Glücksspiel macht, weißt du? Aber der geht rein in Baseball, versucht die Baseballwelt zu erobern. One Out, sehr cool. Aber was sind meine Top 3 Sport-Anime, um das Ganze abzuschließen? Meine persönlichen Top 3 sind Hajime no Ippo. Hajime no Ippo ist die Nummer 1 aller Sport-Anime. Das ist ein Box-Anime und ein Box-Manga. Hat über 1300 Chapter. Vertrau, wenn du Boxen sehen willst, rein Hajime no Ippo, ist auf Netflix. Einer der besten Anime aller Zeiten. Slam Dunk Nummer 2, der beste Basketball-Anime. Basketball wird hier realistisch dargestellt. Also Kuroko ist gut, was ich vorhin erwähnt habe, aber reine Slam Dunk. Sehr schöne Charaktere, sehr viel Emotionen, sehr viel Drama, sehr viel Tragik. Reine Slam Dunk. Und aktuell feiere ich Blue Lock sehr. Also Blue Lock ist meine Nummer 3. Weil Blue Lock ist zwar Fußball und dieses Übertriebene, was ich vorhin angesprochen habe, aber Blue Lock hat ein sehr geiles Mindset. Da geht es nur darum zu gewinnen, zu erobern, zu triumphieren. Also wenn du so intensives Fußball sehen willst, mit Power-Schüssen und was auch immer, Digga. Mit Charakteren, die ausrasten, rein in Blue Lock, man. Aktuell sehr, sehr gut. Das sind so meine Top 3 Sport-Anime an der Stelle. Ja, und an die neuen Leute, bitte schaut Anime. Also kommt da rein. Das ist wirklich ein sehr nices Medium. Das Video ist sehr anfängerfreundlich, ne? Deswegen rein, naja. Traut euch, Freunde, auch im Sport. Der ultimative, der Michael Mann. Ja, mit dem ich hier Sensei Ultimate Michelle, Glocken-like, Abo kommen zu Afrika, Bock